Diese zwei Frauen gehören verfeindeten Lagern an. Die eine, Elizabeth Deng, gehört zur Ethnie der Dinka. Die andere, Elizabeth Nyayuk, ist eine Nuer. Nuer und Dinka sind im Südsudan verfeindet. Seit 2013 wurden Hunderttausende Menschen getötet und über 4 Millionen vertrieben. Auch Elizabeth Deng und Elizabeth Nyayuk. Doch sie setzen sich über die Gräben hinweg, die die Menschen im Südsudan spalten. Eine tiefe Freundschaft verbindet sie. Gemeinsam machen sie sich im Alltag für Frieden stark. Sie verteilen Hilfsgüter, treten öffentlich auf und bringen Menschen verfeindeter Gruppen zusammen. Erfahren Sie mehr über diese außergewöhnliche Freundschaft. Alles über die Kampagne Frieden wächst mit uns finden Sie auf unserer Website.